Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Mein Name ist Sadiq und wir sind hier in der Ar-Rahman-Moschee in Hilden. Im letzten Video haben wir über das Thema mein schönster Ramadan in meinem Leben oder der schönste Ramadan meines Lebens gesprochen. Und ich habe euch versprochen, dass wir nochmal darauf zurückkommen, wie wir oder was wir tun können, um Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, inshallah, dass es unser schönster Ramadan in unserem Leben ist. Weil, wisst ihr, es sollte eigentlich heißen, der schönste Ramadan in meinem Leben, mit dem ich oder wessen oder wegen dem ich ins Paradies kommen werde und durch das Tor Ar-Rayyan eintreten werde. Und wenn ich dann erfahre, dass dieser Ramadan der Ramadan war, mit dem ich ins Paradies eingetreten bin oder warum ich ins Paradies eingetreten bin, dann war das der beste und schönste Ramadan meines Lebens. Was können wir tun? Allah subhanahu wa ta'ala liebt uns, meine lieben Geschwister, und er weiß, was wir brauchen, und denn er hat uns erschaffen. Er hat uns erschaffen und er weiß genau, was wir brauchen und was gut für uns ist. Und er sagt auch in dem Vers, in dem die Pflicht kam, dass wir fasten sollen. Und wenn ihr fastet, das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Aber wer wüsstet, ist erst immer später, weißt du mehr. Deswegen ist das wichtig, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um Weisheit bitten. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um seine Barmherzigkeit bitten. Und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns inshallah dieses Jahr den schönsten Ramadan unseres Lebens schenkt. Und das können wir machen, indem wir Dua sprechen. Dua ist arabisch für Bittgebete. Und diese Bittgebete, so sagen die Gelehrten, da gibt es Voraussetzungen, damit sie von Allah erhört und erfüllt werden. Es gibt manche Bittgebete, die werden sofort erhört und erfüllt. Und andere, die werden später erfüllt. Und manche, die werden gar nicht in dieser Dunya erfüllt. Das sind sogar die besten. Wisst ihr warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die seinem liebsten Diener im Paradies, inshallah in al-Jannah, erfüllen wird. Und wenn wir in die Jannah rein wollen, müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen und auch Gottesfurcht entwickeln und Liebe zu ihm haben. Und ihn dann bitten. Bitten, da gibt es gute Zeiten, um ihn darum zu bitten. Der beste Moment ist im Sujud. Und die beste Zeit ist vor al-Fajr, in der Nacht, im letzten Drittel der Nacht. Und es gibt dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn man auf der Hajj ist oder so. Aber auch wenn man fastet. So heißt es, wenn der Fastende sein Fasten bricht und diese Dua, die wird erhört vom Reisenden, vom Kranken, vom Unterdrückten. Die Dua der Eltern, die wird erhört. Deswegen, meine lieben Geschwister, jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir sind im Ramadan 2023. Die Moscheen sind geöffnet. Tarawih ist machbar. Nutze die Zeit, komm jeden Abend in die Moschee zum Tarawih-Gebet und bleib bis zum Ende im Gebet, im Tarawih-Gebet und in jedem Sujud. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diesen Ramadan zum schönsten Ramadan deines Lebens macht, mit dem du inshallah, mit dem wir ins Paradies eintreten können. Und diese Dua, die muss mit einer Ikhlas, mit einer Sicherheit gesprochen werden, dass du dir ganz sicher bist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erhört und dir den Dua, diesen Wunsch erfüllt. Das ist eine Voraussetzung. Und dein Herz, das muss wach sein. Du musst konzentriert bei der Sache sein. Denn in einem Hadith heißt es, dass Allah keine Dua annimmt von einem unachtsamen Herzen. Und deswegen, Unachtsamkeit ist ein Problem für manche. Versuche dich zu konzentrieren im Dua, was du sprichst, wie du das sprichst, und sei dir sicher, dass wenn du diesen Dua sprichst mit voller Hoffnung, dass Allah dich erhört, wird Allah dich erhören und dir dein Dua inshallah erfüllen. Und übrigens, es heißt in gewissen Versionen von Hadithen, wenn du in Hoffnung auf Allahs Belohnung fastest, in einer anderen Version heißt es, in Hoffnung auf Belohnung Qiyam Lil machst, ja? Und in einer anderen Überlieferung heißt es, wenn du in Hoffnung auf Allahs Belohnung Laylatul Qadr betest, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden, deine vergangenen Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir und mir und uns allen unsere Sünden vergeben und uns einen gesegneten Ramadan dieses Jahr schenken und ihn zum besten Ramadan unseres Lebens machen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.